Ja, und da sind wir auch wieder, nachdem wir in der letzten Folge ein bisschen rumgetrödelt haben, haben wir aber auch jetzt mal oft geguckt, wo denn sich dieser Jason befindet und der ist, wie der Manuel schon vermutet hat, in dem anderen Dschungel. Genau, ja. Im anderen Bereich. So, aber der Gronkh, der hat jetzt eine Wegbeschreibung offen am zweiten Monitor und deswegen können wir den theoretisch finden. Wir haben uns aber überlegt, wir machen jetzt erstmal mit der Hauptquest weiter, da wir ja für den in einen anderen Dschungel gehen müssen und dann sind wir jetzt praktisch ja auf dem Weg zum nächsten Schritt zur Hauptquest. Wir folgen einfach mal dem Manuel. Ja. Ich muss mal gucken, ob dein Wagen hier noch so komisch geparkt steht, weil dann könnten wir den vielleicht noch befreien und dann weiterlaufen. Oh, das wäre ein amüsantes Ding. Das wäre sehr amüsant. Der ist doch hier auf dem Kundenparkplatz irgendwo ganz sachte eingeparkt. Der ist verschwunden. Der ist verschwunden, ja. Ja, kein Wunder. Hier habe ich den festgesetzt. Scheiße. Aber unserer ist auch weg, der andere ist auch weg. Ja, die sind beide wieder respawned sozusagen. Mist. Hier mal ein paar Früchtchen, ihr Früchtchen. Ich höre Viecher. Oh, den habe ich gerade geköpft, aus Versehen. Aus Versehen. Entschuldige dich bitte bei dem. Das ist typisch. Ich könnte mal wieder ein paar Waffen ausrüsten hier eigentlich. Eine Sekunde, bevor er weiterzieht. Hier sind Zombies. Verlasst mich nicht. Ich nehme mal einen Schläger. Einfach nur, weil die Betäubung hat. Damit wir jetzt mal was anderes zeigen. Habe ich auch noch nicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Schläger. Soll ich mal hier, warte mal, soll ich mal Raserei machen? Hallo? Ja, komm, mach doch mal. Die gehören beide dir. Zack, 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 zack. Bäm, Alter, 12.000 Erfahrungspunkte. Geil. Sauber. Hier ist noch einer. Aber Raserei ballert halt auch echt. Ich vergesse das ja nur sehr gerne auch mal, weil es auch meistens nicht nötig ist, weil wir die. Was war das jetzt? Raserei war Q, hast du gesagt, ne? Genau, Q. Aber ich kann das irgendwie nicht aktivieren gerade. Vergisst du das auch immer, ne? Das liegt wahrscheinlich, weil dein Balken noch nicht voll genug ist. Du musst warten, bis du genug Wut hast. Das dauert leider auch sehr lange. Ist das der gelbe? Moment mal ganz kurz, bleib zurück, bleib zurück. Ja. Bam. So, jetzt. Sehr schön. Der gelbe Balken ist doch eigentlich XP, oder nicht? Ja, ist er auch. Nee, nicht der gelbe Balken, das ist so ein Rad links mit so einer Zielscheibe. Ja, das ist voll bei mir. In der Zielscheibe. Bei mir ist so ein Rad mit einer Faust. Ja, vielleicht kannst du das nur mit der Faust machen oder so. Und ich mach das halt mit Werfen, deswegen bei mir die Zielscheibe. Ach, vielleicht sind deswegen auch Skills für so, so mit so Schlagringen bei dir vielleicht gar nicht so übel. Ja, weil ich habe ja einen Schlagring und damit kann ich den auch nicht, irgendwie, ich versteh's nicht. Das muss mir nochmal oder ich kann mal mit der Faust. Kann ich auch nicht. Puh. Guck doch kurz die Tastenbelegung, bevor wir weitergehen. Okay. Walle, warte mal kurz. Jo, Walle, warte mal kurz. Ich hab's mitbekommen. Steuern. Oder wir nehmen die hier. Warte mal, ist eine Gaskanister da, oder? Nee, das ist leider keiner. Ich beobachte mal, wie Gronkina sich. Raserei-Modus. Ist bei mir Y, ist bei mir gar nicht Q. Ach, dann hast du eine andere Tastenbelegung als ich. Vielleicht habe ich mir. Ich glaube, ich hatte mir das auch mal umgesetzt, weil ich Q viel besser fand als Y. Denn die Taste ist ja voll beschissen, Y. Ich muss ja das voll irgendwo da hinten. Aber dann kann ich das jetzt ja mal beim nächsten Mal ein bisschen austesten. Genau. Hier sind Snacks, falls ihr braucht. Können wir hier hinten lang? Was gibt's denn hier? Ja, da war ich doch letzte Runde. Ja, hier ist doch das mit der Wasserleiche, die plötzlich verschwunden war. Stimmt ja, ein großer Haufen nichts. So, Vorsicht, jetzt löse ich mal aus und. Ja, boah, der Rumpel ist sauer. Am Fisten bist du, Rumpel, am Fisten. Ja, aber so richtig, hör mal. Ach, das ist ja interessant. Rumpelt im Karton hier, das rumpelt im Karton. Obwohl ich die den Schraubenschlüssel ausgewählt hatte, bei Raserei wechsle ich automatisch auf meine Fäuste. Sagt mal, ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass wir hier gar nicht richtig gehen für die Hauptquest. Kann das doch, sein? Doch, wo wir müssen, ihr wir müssen her? Wieder zum zu dem Typen hoch und wir nehmen jetzt einfach den Wagen und fahren da hoch. Okay. Na gut. Am besten fährt Sarazar, der kann so gut einparken. Okay. Mal gucken, ob ich es nochmal hinkriege mit dem Parking-Manöver. Hätte ich das natürlich extra gemacht, wäre es der Hit gewesen. Wir können ja mal so eine Folge machen, wo wir jeder ein Auto am besten einparken müssen, die anderen müssen es wieder rausholen. Ja, da müssen wir jetzt aber erstmal ein paar Folgen machen, wo wir wirklich was erleben, weil sonst laufen uns die Zuschauer. Aber das Problem davon ist, ich kriege das Quest nicht angezeigt auf dem Radar, also die Wegpunkte sind bei mir nicht gesetzt, leider. Deswegen muss ich nochmal kurz auf die Karte schauen. Achtung, wir rollen übrigens Weg. Zurück. Wir haben eine gute Weg. Idee gerade. Wir rollen nach übrigens vorne, zurück. Vorne, nach vorne. Was ist los? Gas. Auto. Gib Gas, bitte. Nee, kann ich ja gerade nicht. Ich bin in der Karte. Ich habe die Quest nicht.
Ich glaube, er parkt wieder ein gerade. Moment mal. Ich glaube, mich wundert gar nichts, wenn du wieder auch vor dem Lenkrad hängst gerade hier in meiner Ansicht. Das sieht sehr merkwürdig aus. Ah, jetzt habe ich es reinbekommen, aber laut dieser Anzeige müsste ich zurückfahren irgendwie. Was? Nein! Hä? Was? Also mein Map zeigt mir einen anderen Weg. Alter. Boah, hier kommst du ja gar nicht rum. Alter. Ich sehe es, mir wird immer noch nichts angezeigt, aber das habe ich schon öfter gehabt, das ist so ein bisschen buggy. Das Navi ist voll buggy, ey, wir müssen in die andere Richtung, wir sind hier völlig falsch. Also müssen wir wieder zurück zum Ufer also oder was? Ich gucke jetzt noch einmal waren. Zur Sicherheit, ob ich, ja, ich habe die richtige Quest, die Hauptquest. Und die ist aktiviert und die sagt mir, fahre hier lang. Warte mal, ich schaue jetzt mal kurz auf die Karte, weil bei mir wird wenigstens das kleine rote Fähnchen angezeigt. Alter, jetzt verschwindet das Fähnchen bei mir und dann ist es mal wieder da. Ach, ich hatte meinen Wegpunkt markiert. Ich muss dich dann doch irgendwann nochmal mit der Karte. Nee, das ist genauso, wie ich gesagt habe. Rede mit Kori Toya Ope, der ist in dem Lager von den Eingeborenen, da müssen wir hin. Genau. Ich hab's einfach nicht angezeigt. Ich habe jetzt meinen Wegpunkt weggemacht und trotzdem kriege ich diese Quest nicht angezeigt. Ich habe dir jetzt einen Wegpunkt einfach gesetzt. Setz ihn doch einfach in das Lager, wo das kleine rote Ausrufezeichen ist auf der Map. Das wird die letzte Option leider sein. Ach ja. Pro-Gaming auf einem neuen Level. Hier vorne. So. Meine Fresse. Da das ist aber auch manchmal echt buggy. Übrig. Das verschwindet einfach die ganze Zeit. Ach, der Bonraucher. Warte, ich muss mal die Karre eben festsetzen. Moment. Oh nein. Das habe ich jetzt natürlich extra nicht gemacht. Alter, was war das denn? Ich bin ausgestiegen und war tot. Wieso bin ich tot? Hallo. So, ich fahre jetzt alleine. Boah, wie geil, Alter. Alter, du bist da über die Palme gefahren. Ja, und jetzt fahre ich über dich drüber, mein Freund. Wieso war ich denn gerade tot? Setz das Auto mal fest. Setz mal gerade das Auto fest. Das ist voll lustig. Nee, ich fahre jetzt schön verdammt nochmal in das Lager und mach die Quest alleine ohne euch. So, nimm ich mit. Hilfe. So. Jetzt ich spring auch noch rein. War doch amüsant. Bist du mal reingekommen? Verdammt. Vorsicht. Boah, hier ist aber auch Horror zu fahren. Also die sollten sich echt mal neue Straßen zulegen. Dann bist du noch nie im Dschungel gefahren, oder was? Oh, oh. Oh, oh. Was denn? Bams! Guck mal, da ist noch ein Auto, Sarata. Kannst du auch noch einsteigen. Nee, leider nicht. So, aufmachen. Ich fänd's echt cool. Warte mal, hier haben wir Quests im Angebot. Sollen wir die mal eben abholen? Nein, ich will jetzt endlich die Quest. Das ist, glaube ich, diese Unendlich-Quest, wo wir irgendwas abgeben können. Das kann sein, mit dem Connor, ne? Stumpi! Genau. Skeletor hat auch wieder ein paar Knochen weniger. Ja, wir sollten jetzt auch mal uns am Riemen reißen. Spaß beiseite, komm, jetzt konzentrieren wir uns ausnahmsweise mal wieder. Ja, ich versuche hier nur gerade an dem Baum vorbeizukommen, das ist gar nicht so einfach. Trotz Konzentration oder was? Ja. Aber ich finde, es ist total cool, das Auto irgendwie lustig festzusetzen. Ja, weil du bist eben cool. Zurückgesetzt und bist über die Palme geflogen. Du hast das nicht gesehen, leider. Sah aber cool aus. Sah richtig aber das cool aus. Das werde ich mir nochmal angucken können bei dir im Video dann. Genau. So, wo müssen wir jetzt hin? Guck mal, hier sind noch ganz viele Wege, die sind wir alle noch nicht gefahren. Stimmt. Hier gibt es relativ viel anzugucken noch. Ist ja abgefahren, Alter, ist ja abgefahren. Ja, total abgefahren. So, wir fahren jetzt direkt in das Lager rein. Ompel. Boah, Vorsicht. Ich bin wieder da. So, der rumpelt da so rein. Ob der jetzt sauer ist? Der arme Krieger. Wir haben es geschafft, Leute. Hier ist tatsächlich die Quest, die wir suchen. Ach was. Lüge. Gib mir 5, Alter. Das ist ja der Lüge. Opa. Komm rüber, Gronkh. Bin schon da. Mit dem Nest auf dem Kopf. Every person in my village ate the flesh of the immortals. But many did not resurrect. The spirits are angry with us. The only warriors left are in the tombs of our ancestors. It is in the mountains, near our village. Take me to your boat, and I will lead you. Na dann. Ach was, zu Moans Boot. Der will mit uns Bötchen fahren. Der geht auch so komisch, guck mal. Der hat die Hose voll, hör mal ihn. Nee, das liegt daran, dass der seinen Slip so ein bisschen eng anliegen hat in der Ritze. Ich glaube, er nistet auch irgendwas auf dem Kopf, so ein Pelikan oder so. Aber will der jetzt bis zum Boot laufen oder was ist mit dem los? Ich glaube ja. Der hat Angst vor Autos wahrscheinlich. Alter, wie hält der denn den Knüppel bitte? In this time, nothing had substance and there was no life. Ah, ich hätte so gerne eine Hupe. Ich finde den Hut cool.
Das ist ein Vogelnest. Without fear, without pain, without purpose. We travel there in our sleep. Hey Häuptling, ich will dir nichts sagen, aber ich fahre mit einem motorisierten Gefährt hinter dir her. Der erzählt hier ganz schön viel über die Traumzeit und so ein Zeugs, nimm nur Informationen. Eine Sendung richtig auf Kika. Ich höre dir nichts mehr sagen. Ey, das aber ist doch der Hammer. Ach, jetzt läuft der endlich mal, der Ope. Ach, vergiss es. Oh oh. Oh, oh, oh. Das sind die, die Warriors, oder was? Also ich könnte ihn ja mit dem Auto umfahren, ne? Mach mal, das ist eine gute Idee. Ah, der Opa macht auch was. Ah, Opa. Von einer auf den Schmutz gekommen. Oh, oh. Pam! Who's next? Da flog er dahin. Du. So, haben wir es jetzt? Ein bisschen Opfergaben essen. Die Spirits, die watch over us, rose from deep within the void and darkness. And created the sky and the sea. Oh, und er wandert weiter. Soll ich mit dem Auto mitfahren? And everything that isn't. The spirits who watch over us rose from deep within the void and darkness and created the sky. Oh oh, ich glaube, da kommt was. Fahr mal weiter, Rumpel, fahr mal weiter. Fahr mal durch, ja, fahr mal durch, fahr mal durch. Ja, ich bin jetzt gerade an Bambus hängen geblieben. Bäm, schön. Super. Oh, die leben aber alle noch, oder? Ja, da stehen ein paar wieder auf. Vorsicht, jetzt musst du gucken, dass wir den Opa nicht totfahren. Also der ist tot, aber die anderen kann ich jetzt rückwärts nicht sehen. Ich glaube, die sind alle Moment, tot. Moment, 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 der nee, Opa ist da vorne. Links, links oben ist noch einer. Hier ist noch einer. Ach ja. Der ist auch tot. So, sehr gut. Wo ist der Opa? Hier hinten. Da kommt er. The Immortals, the Resurrected. They live in both worlds, the dream time and our time. That is why they are sacred. Aha. The Immortals, the Resurrected. Das ist geil, wie wir es mit einer Karre neben herfahren. The dream time and our time. Bis zum Go-Kart. Gott sei Dank haben wir Vierradantrieb. Ach, so, fahr mal weiter geradeaus, Rumpel. Dein, hey. It's your time. It's your time. It's your Rumpel. It's Rumpel time. Rumpel in the house. Rumpel in the jungle. Rumpel in the car. Rumpel in the jungle, ja. Cool. Es lohnt sich mit dem Auto, dass es mitgenommen hast. Ja. Wir sparen uns einige Spirenzien. Vorsicht, der ist was fetter. Der vorne. Sehr schön. Das hast du gut gemacht. Das hast du ja, gut ja, gemacht. Ja, ja, ja. Ich komme hier noch einen. Oh, da ist noch einer am Leben irgendwo. Ja, zwei sind da noch der, am der Leben. Der steht wieder auf hier. Hi, tritt dir mal im Arsch hier mit Fäusten. Bam, 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 Alter, bam, bam, wie viel die aushalten. Wie oft man mit denen... Steh doch mal auf, damit ich dich richtig krieg. Hast du gerade gesagt, wo ist meine Waffe wieder? Mhm. Oh, oh. Ich hatte den nicht verloren. Ich hatte plötzlich aber mir wieder die Fäuste nur ausgerüstet. So, es sieht so aus, als wären alle tot. Ich hab mal den Ope geholt gerade. Der Ope kommt auch schon. Ach, guck mal, ist das unsere Station hier? Das ist unser Fluss. Ach, unser Fluss? Haben wir einen Fluss? Was machst du da? Fahr mal da runter, Alter. Warte mal, warte mal, warte mal. Stopp. Ich muss das besser aufnehmen auf die Kamera. Und jetzt gibst du mal bitte Vollspeed und bretterst da volle Möhre runter. Ja, jetzt hängt der Ope da jetzt gerade mittendrin. Warte, warte, warte. Wenn der Ope weg ist, das nehme ich mal von hinten auf. Das sieht super aus. Gronkh, bitte geh mir aus dem Bild mit deinem Dickschädel. Entschuldigung. So, kann ich? Ja. Und sie können, bitte, sehr wohl, das war ein Jump. Oh. Du bist einmal voll vor dem Felsen leider, das war ein bisschen unspektakulär, aber sonst war's cool. Aber sonst war's cool. War total unspektakulär. Ey, wo ist ein Opi? Ich hab den jetzt umgefahren wahrscheinlich. Ne, der ist innen drin, oder? Ja, ja, hier drin. Hier, 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 genau. Oh, ich nehme mal einen Snack, wenn ich gerade hier bin. Hm. Auch. Lecker. Miam, 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 miam. Mensch, der läuft wirklich so, als würde ihm da irgendwie hinten was eingezwängt werden. Ja, was meinst du, wenn du im Dschungel mit dem blanken Arsch überall rumsitzt, da hast du auch irgendwann Ameisen und alles. Vor allem auch in den Brennnesseln und überall. Ja. Vor allem in den Zombies und überall. Vor allem auch barfuß hier durchzujetten ist so hart. Oh, oh. Alles klar. Geh mit dem Schamanen zu den Katakomben seines Clans. Der muss ja jetzt erstmal aufs Boot, oder nicht?
Kann man ja, mit dem reden? Wir sollten jetzt mit diesem Schiffchen abfahren, soweit ich weiß. Und das bedeutet, wir werden eine weitere Reise antreten, liebe Freunde. Und diese wird natürlich wieder sehr spannend, aber diese geht auch erst in der nächsten Folge wieder weiter. Bis dahin. Oh, Moment, ich muss auch reparieren. Das repariere ich noch schnell in dieser Folge. Habe ich auch gemacht. Oh, dann repariere ich auch noch schnell in dieser Folge. Ganz schnell, bevor es hier zu Ende geht. Ich gehe auf Sonnendeck. Du musst nicht traurig sein, Sergeant Rumpel, denn morgen ist auch wieder ein Tag, wo du dieses schöne Let's Play schauen kannst. So, ich bin fertig. Tschüss. Adieu, Freunde.